Hi, schön, dass du bei Video Nummer 2 dabei bist. Und hier beginne ich im fünften Bund. Und ich werde dir jetzt nicht in jedem Video jeden einzelnen Bund auch nochmal vorlesen, sondern werde dir die Tabulaturen unten einblenden, sodass du das dann auch ganz genau nachvollziehen kannst. So, Lage Nummer 2 spiele ich beginnend mit meinen ersten drei Fingern hier in Bund 5, 7, 8. Kannst du hoffentlich gut sehen. Dann 5, 7, 9. Dann habe ich den Lagenwechsel hier auf die 6, 8, 10. Und dann nochmal unten die 7, 8, 10. So, du hast hier am Anfang, kannst natürlich auch so spielen. Fingersätze überlasse ich grundsätzlich dir. Der Grund, warum ich das so spiele, ist, ich möchte meine Hand nicht bewegen, sondern nur die Finger. Möglichst. Okay, ich hoffe, das leuchtet dir ein. Kannst du auch dann doppelt, zum Beispiel doppelte die Saiten, die Töne pro Saite doppelt spielen. Und alle anderen kreativen. Das wäre jetzt zum Beispiel das Vierer-Pattern, wobei ich im Finalvideo dann auf die ganzen Patterns eingehen werde, die ich so spiele. Okay, das war Position Nummer 2. Lerne auch die auswendig. Du wirst immer wieder sehen, dass die Fingersätze sich in den Positionen wiederholen. Wenn du eine Position hast, wo in der Mitte zum Beispiel die großen Fingersätze sind, mit den beiden Ganztönen, dann hast du auch nochmal auf der nächsten Seite auch diesen großen Satz. Vor den beiden Ganztonen. Saiten kommt immer dieser Fingersatz. Aber wenn du aufmerksam dir die Tonleitern anguckst, dann wirst du feststellen, das ist alles gar nicht so kompliziert. Es sind eigentlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muster und das erste und das siebte sind identisch. Die Muster sind aber alle relativ leicht zu lernen. So, das war Position Nummer 2. Nochmal für dich langsam. Du könntest jetzt zum Beispiel die erste schon mal spielen. Die zweite wechseln und die dann wie so in einem Perpetuum mobile. Die beiden dann miteinander verbinden. So, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war die zweite Stufe der Durtonleiter mit drei Tönen pro Seite. Wir sehen uns in Position 3 im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bye bye.